Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute sehr, den Elias Leppe online digital neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Elias. Grüß dich, liebe Silke. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und den Elias Leppe habe ich durch den Ricardo Leppe kennengelernt. Du bist nämlich der jüngere Bruder von Ricardo. Und mit dem Ricardo gibt es ja auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal. Da haben wir auch über vegane Ernährung gesprochen und über Bildung. Über das Bildungssystem, über ein alternatives Bildungssystem, Spaß mit Lernen. Und da durch den Ricardo bin ich auch auf dich gekommen. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Elias Vegan 5.0. Den Kanal werde ich auch oben in den Infokarten verlinken, mit ganz interessanten Themen. Das ist nicht einfach nur vegane Ernährung. Du hast da verschiedene Videos. Ich habe auch eins gesehen, da hast du über Waschen mit Efeu gesprochen zum Beispiel. Oder ich glaube, in einem, ach, das habe ich gestern erst gesehen, ein Hochbeet aus so Rasen. Also total schön, also sind so total vielfältige Themen. Schaut mal bei Elias vorbei, total spannend. Und dann haben wir uns kürzlich auch privat ausgetauscht, weil mich das auch so sehr interessiert hat, dein Leben. Und du bist ja auch vegan aufgewachsen, wie dein Bruder. Das finde ich so faszinierend. Und ihr seid gesund, vital und geistig auch frei. Ich liebe ja den Austausch mit Freigeistern und auch wunderbar, sich mit dir auszutauschen über verschiedene Themen. Und kürzlich habe ich ja auch, hat mir so gezoomt, auch da waren auch deine Eltern dabei und dann kam es eben raus, du bist in Peru geboren und da auch das erste Jahr aufgewachsen und dieses natürliche Aufwachsen, das natürliche Begleiten. Und genau, da habe ich mir gedacht, es ist einfach schön, das mal zu teilen mit meinen Zuschauern. Und ja, vielleicht magst du mal was dann nochmal dazu erzählen, wo genau bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, beziehungsweise wie hat auch deine Mama sich auf die Schwangerschaft vorbereitet? Du bist ihr jüngstes Kind, der dritte Sohn. Ne? Genau. Also Ricardo, ich und das andere hängt dorthin. Und ich möchte dazu sagen, das sind ja gemalte Bilder, ne? Dein Papa. Genau, also das ist Bildgemälde vom Papa. Also. Ich habe das ja schon bei unserem privaten Zoom, ich finde das so faszinierend, ich dachte, das sind echte Fotos, bis ihr gesagt habt, nee, das sind gemalte Bilder, also sowas fasziniert mich auch, diese alten Meister zu beherrschen, so tolle Fotos zu malen, genau. Und da ist der dritte. Genau, der Ricardo im Hintergrund und du dann und deine Mama, also wunderschöne Bilder. Also das sind alle außer der Papa, also das bin ich, das ist der Ricardo, das ist der mittlere, der Geronimo, der hatte damals sehr weiße Haare und das ist die Mama. Die Mama, total schön. Gut, ja, wo fangen wir an? Fangen wir bei der Geburt oder vor der Geburt an eigentlich schon. Wir sind alle drei vollwertig vegan erzogen worden, wobei der Ricardo noch deutlich mehr Kochkost mitbekommen hat und ich ja schon Rohkost quasi geboren wurde. Also meine Eltern haben sich dann schon Rohkost ernährt zu meiner Geburt und vor meiner Geburt und nach der Geburt. Also wir waren 3 Jahre in Südamerika von 95 bis 98. Und dort haben wir auf 3000 Meter Höhe in den Anden, in der Nähe der Indianer, eigentlich auf einem Hektar Land gelebt. Und wir hatten durchgehend Sonne das ganze Jahr über, also im Winter so eine Durchschnittstemperatur von 24, 25 Grad, im Sommer 26, 28 Grad. Wir hatten eigentlich alle Früchte in unserem Garten, also von Papayas, Avocados, all diese südländischen Früchte, die man eigentlich so kennt, und hatten in der Nähe auch einen Markt, wo man dann die überreifen großen Mango-Säcke mitnehmen konnte und so weiter. Und die Geburt war die schnellste und die problemloseste. Also der Papa war die Hebamme. Dort oben gab es auch sowas wie ein Krankenhaus nicht. Das nächste war 2, 2,5 Stunden über einen Bergpass drüber und das ist ein Krankenhaus, da möchtest du nicht einmal deinen Hund hingeben. Oder am besten beschreibe ich es einmal mit dem Zahnarzt, den es dort in der Nähe gegeben hat. Das war so ein Zelt und da war so ein kleiner Holzhocker und da war so ein Holzpflock und dann ist da daneben gelegen auf einem kleinen Tisch Hammer, Meißel und eine Zange. Das war der Zahnarzt. Also der hat dann schon wirklich mit Hammer und Meißel noch gearbeitet. Und dementsprechend hat auch das Krankenhaus ausgeschaut und deswegen gab es sowas dort nicht. Aber dadurch, dass sie sich eben schon beim ersten Kind, also beim Ricardo, vollwertig pflanzlich ernährt haben, war auch diese Geburt schon sehr einfach im Vergleich zu all den anderen, also relativ schmerzfrei. Und meine war dann komplett schmerzfrei. Und das war einfach... Es wird ja auch in vielen Büchern beschrieben, dass wenn du keinen Schleim mehr in dir drinnen hast oder schleimfrei eine Zeit lang lebst, dass das eigentlich die Geburt, die ja eigentlich der schönste Schöpfungsakt sein sollte,
auch wirklich wieder dieser ist. Weil heutzutage wird ja die Geburt mehr als Krankheit gesehen und mit Schmerzen verbunden und mit, um Gottes Willen, da stirbt man halbart, wenn man in dem Wehen liegt. Und das ist es ja eigentlich nicht. Oder das müsste es nicht sein, wenn man nicht in diesem Krankensystem leben würde. Mhm. Und da haben wir einfach eine komplett natürliche Geburt erlebt, wo ich hätte ja eigentlich eine Wassergeburt auch werden sollen, aber das ist nicht ausgegangen, ich war zu schnell da. Aber ich bin dann direkt danach in die Badewanne gelegt worden und ja, also es ist die Geburt ganz wichtig, also auch die Vorbereitung davor. Also meine Eltern haben auch sehr viel mit uns allen drei Kindern gesprochen, speziell die Mama hat immer schon während der Schwangerschaft mit uns gesprochen und hat Fragen gestellt und hat einfach kommuniziert mit uns, wie wenn wir schon da gewesen wären. Und es besteht ja speziell zwischen Mutter und Kind eine so innige Verbindung, die kann sich nur jeder Mann wünschen. Und das ist ja auch, wenn ich sage öfters, ich beneide die Frauen in dieser Hinsicht, weil dieser Schöpfungsakt einfach so was Schönes ist in meiner Vorstellung, dass ich den auch gerne miterleben würde. Und dann höre ich immer wieder mal von Freunden, ja, du bist ja verrückt. Kein Mann wünscht sich, schwanger werden zu können, weil das ist ja das einzig Schmerzhafte, das einzig Negative daran, eine Frau zu sein. Und ich versuche denen das immer zu erzählen, dass das genau das Gegenteil ist, dass das Schönste ist, was eine Frau miterleben kann, dass sie wirklich dankbar sein kann dafür, das miterleben zu dürfen. Also ich sehe es heute noch so, dass ich die Frauen diesbezüglich beneide. Und ja, sie haben sich einfach bei mir vorbereitet. Dann ist es auch ganz wichtig, während der Geburt, während der Schwangerschaft erstens sich auf das einzulassen, schon vorher vielleicht das in Gedanken durchgespielt zu haben, wie das so ablaufen wird und einfach darauf vertrauen, dass alles seinen natürlichen Weg gehen wird. Und dann war ich halt relativ schnell draußen, dann bin ich auch auf die Mama draufgelegt worden, ohne dass ich gewaschen wurde und dass die Käseschmiere runtergelegt wurde. Und dann bin ich einfach mal auf der Mama draufgelegen und die Nabelschnur durfte auspulsieren und wurde nicht gleich abgeschnitten, also ich wurde nicht gleich getrennt. Und auch das, was man im Krankenhaus so hat, das Kind kommt aus der Welt, muss erstmal gewogen werden, muss erstmal abgemessen werden, muss erstmal geschaut werden, ob das gesund ist und Co., das gab's alles nicht. Also da wurde einfach darauf vertraut, dass das natürlich geschieht. Ja, es ist natürlich total faszinierend, weil das erinnert mich auch dran, du kennst ja auch gesunde Menschen, Band 1, Band 2, du bist ja auch, ja. Ne, du hörst dich ja auch mit der schleimfreien Heilkost an und Ehre natürlich. Und da gibt es auch einen Mutterbrief in einem der Bände. Genau. Im ersten Band, Herr Lettifer. Im ersten Band, das hat mich so fasziniert und das, ja, da muss ich mich jetzt ganz wieder stark dran erinnern, als du das mit deiner Mama beschreibst. Und ich habe den Mutterbrief sogar vorgelesen, den werde ich auch mal oben in den Infokarten verlinken. Sehr, sehr spannend. Eine Mutter, ich glaube, die hat ihr viertes oder fünftes Kind bekommen und sie wollte halt, und sie wollte eben mal nicht zunehmen und aufgeschwemmt aussehen, wollte keine schmerzhafte Geburt haben. Man hat sich dann an die Lehren von Arnold Ehret gehalten, hat sogar auch teilweise gefastet, ich glaube, mal einen Tag. Jeden Freitag. Mit jedem Freitag, ja. Ich weiß es noch genauer. Ja. Ich weiß noch ziemlich genau, dass sie hat nur zweimal am Tag gegessen, das nur leichtes Gemüse und Obst, war viel draußen in der Sonne, hat viel in der Natur und im Garten verbracht und hat jeden Freitag immer gefastet. Ja. Und man hat auch gar nicht so gemerkt, dass sie quasi so eine riesige Kugel bekommen hat und dieses Aufgeblähte und Geschwemmte und dass man noch mehr Essen verlangt oder so, das gab es da auch nicht. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, jedes Kind verlangt einen Zahn ab oder jedes Kind kostet der Mutter einen Zahn. Nach dem Motto, das Kind fladert oder raubt der Mutter die Nährstoffe. Das geschieht aber nur, wenn die Mutter Nahrung zu sich nimmt, die nicht besonders nährstoffhaltig ist oder die einfach nicht aufgenommen werden kann. Ja. Und wenn man sich anschaut, einfach mal das natürlichste Nahrungsmittel für jedes Kind ist die Muttermilch. Und wenn man die schaut, was ähnelt der am meisten, ist das eigentlich die Früchte, die uns die Natur gegeben hat. Also es ist auch leicht süß schmeckend, in Wirklichkeit ist es Obstsaft, der halt individuell immer aufs Kind angepasst wird. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich habe auch meiner Freundin zum Beispiel diesbezüglich sehr die Angst nehmen können, dass einfach die Geburt was Wunderschönes sein wird für uns. Und ich habe auch gesagt, wenn sie mal schwanger sein sollte, dann ist sie nicht Prinzessin, dann ist sie Königin. Dann ist ihr Wohl und das Wohl des Kindes ist das höchste Gut, was in diesem Moment dann zählt. Und egal, was die braucht, sie bekommt es. Und da gibt es kein Arbeiten, da gibt es keinen Stress, sondern da gibt es in der Natur, im Garten, den ganzen Tag
sich um das Kind kümmern und schauen, dass man da dem Kind den bestmöglichen Start in die Welt gibt. So wie es ja mal früher ganz normal war. Ne? Da sind wir ganz weit davon abgekommen, auch die Kinder so früh in Betreuung zu schicken. Aber ist auch verständlich, weil viele sind im Hamsterrad drin, wollen auch teilweise wieder zur Arbeit oder müssen Geld verdienen. Aber dass es eigentlich ein Geschenk ist, sich wirklich die ersten Jahre um sein eigenes Kind zu kümmern, das zu begleiten. Gerade die ersten wichtigen Jahre sind so prägend. Auch die ersten 3 Jahre sind die prägendsten Jahre. Und hier in dieser Gesellschaft sind die meisten Kinder aber in diesen ersten Jahren, also spätestens mit einem Jahr, dann in Fremdbetreuung oder mit 1,5 Jahren. Ich habe auch versucht, das so lang wie möglich rauszuziehen. So, und das ist der beste Start für ein Kind. Es ist ja auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Kindererziehung, oder Erziehung ist eigentlich das falsche Wort, aber ich habe jetzt noch keine Kinderbegleitung. Ja, Kinderbegleitung. In Japan wird das zum Beispiel dort gesehen. In Japan sagen zumindest die ältere Generation, also die jetzt noch nicht im technokratischen Zeitalter sind, dass das Beste, was du machen kannst, um dich auf eine Geburt vorzubereiten, ist die Veredelung des eigenen Körpers. Das heißt, dass man sich reinigt, bei sich arbeitet, bevor man überhaupt dran denkt, ein Kind zu zeugen. Und quasi mal, wenn man es vergleicht mit einer Pflanze, einfach einen sauberen Boden, einen humushaltigen, schönen Boden vorbereitet. Und auch den Samen natürlich. Also wenn du einen hochwertigen Samen hast, dann kannst du den auch in eine relativ karge Erde reingeben und der wird sehr gut erblühen. Aber wenn du schon von vornherein einen schlechten Samen hast, kannst du den in die humushaltigste Erde stecken und da wird nichts draus werden. Das heißt, beide Komponenten sind aber sehr wichtig, um eine wunderschöne, große, wirklich starke Pflanze und eigenständige Pflanze zu kriegen. Und so ist es beim Menschen ja auch. Also sowohl Frau als auch Mann sollten sich vorher reinigen, sich selber kultivieren, um da eine gute Basis schaffen zu können. Das ist auch ein bisschen ein heikles Thema, wenn du sagst, also für viele ist es ja so, wird man einfach schwanger und bekommt ein Kind, so nach dem Motto, aber dass unsere Körper, so hart wie das klingt, aber über die Jahrzehnte auch, oder Jahrhunderte auch sehr degeneriert sind. Gerade Karies, ne, wird ja heute normal gesehen, naja, geht man zum Zahnarzt, bohrt man einfach ein Loch und hat eine Füllung und gut ist, aber das ist ja schon eine Degeneration, das ist nicht normal, das ist nicht natürlich, Karies zu haben, ne, auch die. Ja, wobei da auch die Ernährung sehr stark mitspielt, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir putzen, womit wir putzen. Also wir haben letztens ein Video gemacht, das kann man vielleicht auch unten verlinken, von einem Wiener Zahnarzt, der seit Jahren eigentlich schon versucht, die Schweinereien der anderen Zahnärzte aufzudecken und zu zeigen, was sie da eigentlich für Füllungen reinhauen und wie die sich eigentlich kleines Vermögen anhäufen mit dem Verlust deiner Zähne. Oder auf Kosten deiner Zähne. Und er hat das relativ schön beschrieben. Du musst dir nur mal anschauen, wie die meisten Leute putzen. Und er hat das einfach mal so dargestellt und hat gesagt, und dann ist schon im Hintergrund, Schatzi, Abendfilm beginnt gleich, oh, und weg. Und er hat gesagt, du kannst sogar bei allen Zähnen ein Muster erkennen, welche Zähne zuerst wegfallen oder Karies bekommen. Es beginnt immer hinten bei den Backenzähnen, niemals da vorne. Das ist das, was angenehm ist zum Putzen vielleicht. Das heißt, hinten immer zuerst, dann kommt es meistens vorne, oben und dann unten. Und das ist bei allen Zahnärzten gleich. Und das haben ihn ja auch hunderte Zahnärzte angeschrieben und verteufeln. Und das kannst du ja nicht sagen. Und er hat es alle mit einer Frage ruhig gestellt. Ist es bei euch anders? Kam niemals eine Antwort. Und er hat es einfach gezeigt, wie man putzen sollte. Und er hat gesagt, da geht er sogar über die Ernährung drüber. Also er ist jetzt, was wird das sein, Mitte 50? Schätze ich, und hat noch gar nichts, also keine Blomberger, gar nichts. Und er hat einfach von seinen Eltern mitbekommen, wie man die Zähne richtig putzt, beziehungsweise seine Eltern haben sehr lange die Zähne für ihn geputzt, bis er überhaupt das Verständnis dafür gehabt hat, dass er sie selber ordentlich putzen konnte. Und da gibt es eigene Tabletten, das sind so kleine Farbtabletten quasi, die man benutzen kann, da kann man einfach mal putzen und dann kann man die in den Mund nehmen und dann zeigen die dir an, wo du noch nicht geputzt hast. Mhm. Genau. Und so hat er einfach gezeigt, wie man richtig putzt, um dann eben die Zahnhygiene aufrechtzuerhalten. Ja, das gehört auch natürlich eine wichtige Zahnhygiene, aber auch die Ernährung. Und es ist ja eigentlich noch viel vielschichtiger, wenn man weiß, dass unsere Zähne mit den Organen verbunden sind. Ne? Aber da sind wir wieder bei der Lebensweise, bei der Ernährung, bei seelischen Themen auch, bei der Entgiftung. Also da muss man einiges beachten. Und der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp hat auch immer wieder gesagt, wer schwanger werden will, sollte am besten vorher entgiften und die Ernährung umstellen. Ja, um eigentlich so
die bestmöglichste Basis dann zu schaffen, ja, um ein Kind in die Welt zu setzen. Bei unserem Zoom-Gespräch fand ich auch spannend, dass du erzählt hast, dass du dann, deine Mama hat dich lange gestillt, die hat, glaube ich, gesagt, 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Ich habe also meine beiden 3 Jahre und ich habe 3,5 Jahre bekommen. 3,5 Jahre, bisschen länger. Ich habe meine Jungs auch über 3 Jahre gestillt. Und bei dir war das auch interessant, du bist ja dann gleich in die Rohkosternährung und hast dann Früchte gegessen und auch Mono. Rohkost und Früchte. So wurdest du dann, solange da noch in Peru wart oder dann auch später, ihr seid ja dann wieder nach Österreich. Also ich bin mit 1 Jahr bin ich wieder zurück nach Österreich, aber es ist trotzdem noch relativ lang so weitergegangen, ja. Und du hast mir dann erzählt, ja, du hast ja eigentlich als Kind so intuitiv gegessen, Rohkost und Mono und dann irgendwann kamen dann diese Mischmahlzeiten, ne? Das hat sich dann so eingeschlichen, dieses Gemischte, obwohl du ja von Natur aus eher die Monomahlzeiten oder von klein auf das eher bevorzugt hast und von selbst auch so gegessen hast, ne? Ja, es machen sehr viele Kinder. Ich beobachte es auch jetzt, Kinder, die jetzt zur Welt kommen oder jetzt 4, 5, 6, 7 Jahre alt sind, da haben mir schon sehr viele Mütter davon berichtet, dass die das auch machen, intuitiv. Und dass es eigentlich jedes Lebewesen da draußen genauso macht. Also ein Affe, wenn der am Baum sitzt, der holt sich eine Banane und stopft sich nicht gleichzeitig die Mango mit rein, sondern der isst das eine Mono und dann kommt vielleicht das nächste. Mhm. Und es war halt so, dass wir in Peru war die Rohkost sehr leicht. Weil, wie gesagt, du hast immer warmes Wetter gehabt, also frieren gab es da nicht. Und die meisten, also sehr viele Rohköstler kämpfen ja auch mit dem Frieren oder mit der Kälte. Und speziell im Winter dann. Und das war einfach in Peru sehr leicht, weil wir eben immer warm gehabt haben, immer die Früchte vor der Haustür. Und wenn man sich mal anschaut, wie der Papa damals das Mittagessen zum Beispiel beschrieben hat, er hat gesagt, er hat die überreifen Mangos vom Markt geholt, hat die auf der Terrasse ausgebreitet, die Kinder haben sich drüber gestülpt, waren nachher gelb und glücklich. Dann wurden sie mit dem Gartenschlauch abgespritzt und durften wieder weiterlaufen und weiterspielen. Also das war im Prinzip das Mittagessen. Und ja, dadurch war das sehr leicht. Und wie wir dann halt wieder nach Österreich zurückgekommen sind, war das speziell mit der Kälte und auch mit dem Winter, dass die Früchte da einfach noch nicht, also dass das da noch nicht diese Früchtevielfalt gegeben hat. Und wir haben uns damals auch noch nicht so ausgekannt mit der Rohkost. Und meine Eltern sind dann da halt wieder zurückgegangen, vor allem weil auch die Rohkost einen sehr feinfühlig macht. Also sämtliche Sinne werden irrsinnig gestärkt. Und der Papa hat das damals so beschrieben, dass er damals im Wind stehen konnte. Und er konnte den Wind direkt auf seinen Organen spüren. Es würde der durch ihn durchgehen. So feinporig war das dann das Ganze schon. Und wenn man halt nicht weiß, wie das von so weitergeht, wie das System funktioniert, wie man dann langfristig auch auf der Rohkost bleiben kann, dann kann man das schon mal sehr schnell zurückwerfen. Und ja, wir sind dann eben wieder zurück in Österreich gewesen und ich habe als Kind, dadurch, dass sie sich vor meiner Geburt, während meiner Geburt und nach meiner Geburt doch eine sehr lange Zeit Rohkost ernährt haben, bin ich im Prinzip eine rohvegane Geburt gewesen. Und ich war dann so feinfühlig, dass ich teilweise von der Schule nach Hause gekommen bin, die Tür aufgemacht habe und auf 7, 8 Meter Entfernung in der Küche schon gerochen habe, dass die Mama ein neues Gewürz verwendet hat. Mhm. Sie hat gesagt, Mama, das esse ich nicht. Und ich wollte eigentlich nie was Neues ausprobieren. Ich war mit dem glücklich, was ich gehabt habe und habe von 10 bis 15 Lebensmitteln gelebt. Nicht Gerichten, sondern wirklich Lebensmittel. Also da gab es Gurke, Wassermelone, Pfirsiche, dann gab es Nudeln, Spaghetti, wobei ja Nudeln auch im Prinzip als Endprodukt, wenn man die Kohlenhydrate dann im Körper umwandelt, eben auch Fruchtzucker geben, Kohlrabi, Karotten, Banane, Tomaten, viel mehr war es dann auch nicht. Mhm. Also es waren wirklich nur 10 bis 15 Lebensmittel, von denen ich gelebt habe und ich konnte auch mal eine Woche lang nur Gurken essen. Und mir ging es gut damit. Ich konnte den ganzen Tag rumlaufen, konnte den ganzen Tag Sport machen, war fitter wie alle anderen, hatte nie Krankheiten. Also wenn ich jetzt auch die Kinderkrankheiten so beschreibe, wie zum Beispiel Windpocken oder Röteln, ich habe das gehabt, aber das war so, dass ich vielleicht einen halben Tag da niedergelegen bin oder maximal einen Tag und dann oder ich vielleicht beim Fußballspielen ein bisschen schwächer dran war heute, aber jetzt nicht so, dass ich das wirklich als Krankheit angesehen habe. Mhm.
Und so war das einfach viel unbeschwerter, ja. Ich finde das auch immer so faszinierend, gerade so in der Diskussion in den letzten Jahren, gerade als ich damals auf vegan umgestellt habe, das war immer viel auf, was, vegan, das geht doch gar nicht, das überlebst du nicht. Also ne, schon als ich Vegetarier wurde, ja, da stirbst du, wir brauchen Fleisch. Und ja, es ist dann auch mal wirklich Menschen kennenzulernen, die von Geburt an vegan aufgewachsen sind, ohne Mängel. Ne? Ich hatte auch mit dem Ricardo schon ein Video gemacht, dass ihr auch keinen B12-Mangel habt. Der Ricardo hatte zum Beispiel einen Überschuss. Ihr habt ja auch, er hat mir erzählt, euer Opa hat euch mal so Vitamin C, so Bonbons, und wenn man das so als Nahrungsergänzungsmittel, aber ihr seid da wirklich, also ihr seid auch sehr hochwertig vegan oder mit Rohkostanteil aufgewachsen. Das waren einfach unsere Süßigkeiten. Also wir hatten ja, dadurch, dass wir nie Süßigkeiten gehabt haben, wie Schokolade, Gummibärchen und Co., das gab es alles bei uns nicht. Und in meinem Oster geschenkt oder wenn ich draußen gesucht habe, war Himbeeren vielleicht, weil zu Ostern gab es dann schon vielleicht die ersten Bio-Himbeeren aus Italien. Dann waren eben diese Acerola-Lutschtabletten. Und was wir noch gehabt haben, waren Nori-Algen. Also es gab damals von der Firma Naturgarten, das ist ein Großhandel in Graz, wo meine Oma, glaube ich, lange gearbeitet hat, und ich glaube sogar die Mama eine Zeit lang gearbeitet hat. Und da gab es so Algenstreifen. Algen, also Nori-Algen. Mhm. Und seit dem Atomunfall in Japan gibt sie halt nicht mehr. Um die haben wir uns damals gestritten. Also das war unglaublich, das war die Leckerei schlechthin. Also das waren unsere Süßigkeiten. Dann gab es noch vegane Schlecker, aber das war es dann auch schon. Und die waren auch zuckerfrei. Also das war rein nur, ich glaube, Agar-Agar und irgendein Fruchtmus. Mhm. Ja, es ist natürlich wirklich bemerkenswert, erstaunlich. Gerade wenn man sieht, wie die meisten Kinder aufwachsen mit diesen ganzen Industriesüßigkeiten. Ne? Ich glaube, ich hatte auch mal so unter einem Video, thematisiert das ja auch ab und zu schon, ja, so nach dem Motto, meine Kinder haben keine richtige Kindheit, weil sie keine Kinderüberraschung, keine Kinderschokolade essen können. Ich meine, ich weiß nie, vielleicht haben sie das schon mal bei Freunden, bei Großeltern gegessen, aber ich habe sowas nie gekauft. Ne? Also ich habe da schon immer drauf geachtet, dass ich das einfach so frisch wie möglich und auch viel selber machen. Ne? Ich meine, heute sind sie auch 12 und 16. Ja, dadurch, ich meine, bei euch war es ja auch so, dass eure Eltern beide vegan und sehr vollwertig gelebt haben, ne? Und ihr da auch gut zusammen wart. Und da als schon länger, wir haben ja vor 40, 45 Jahren teilweise bekommen. Ja, aber die waren da halt gute Vorbilder für euch, ne? Die haben das, ich meine, ich lebe zwar auch eine gewisse Lebensweise, aber wenn das der Papa der Jungs zum Beispiel nicht macht oder auch andere Familienmitglieder, wo sie dann da sind, ich musste dann irgendwann auch lernen, loszulassen, ne? Das nicht kontrollieren zu wollen. Und so fahren wir aber ganz gut, weil sie hier auch vieles eben natürlich pflanzlich mitessen, obwohl sie weder Veganer sind noch Rohköstler, aber die nehmen das einfach gut an. Und mein Jüngster, der erinnert mich so ein bisschen an dich, weil der isst auch nur wenige Lebensmittel, aber leider, ich würde mich freuen, wenn er das essen würde, was du isst, aber er isst leider kein rohes Gemüse und eher dichtere Sachen. Ne? Aber er merkt dann auch, wenn er mal verschleimt ist, oh Mama, ich muss mal wieder gesünder essen. Wo sind die Himbeeren? Und mach mir mal einen Orangensaft und koch mir mal eine Suppe, so Gemüsesuppe. Das merkt er dann schon. Ne? Das hat er dann natürlich auch mitbekommen. Oder er merkt das jetzt mittlerweile auch so ein bisschen an der Haut, wenn er dichtere Sachen isst. Und dann sagt er, oh, ich muss jetzt gesünder essen, weil jetzt mit 12, ne, da verändert sich der Körper. In der Pubertät kommt das ja dann auch oft raus. Ich weiß nicht, wie es vielleicht bei dir in der Pubertät war. Hast du dann gemerkt, in der Pubertät, dass über die Haut, dass es starke Hautprobleme gab? Man sagt ja, dass... Ich möchte noch ein bisschen vorher anfangen, vielleicht auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, Kinder einzugrenzen oder irgendwie versuchen zu kontrollieren, das war bei uns ja auch nie. Also meine Eltern haben immer gesagt, ihr dürft alles ausprobieren, was ihr möchtet, aber bei uns zu Hause gibt es halt nicht, aber da draußen dürft ihr, kostet euch durch, macht eure eigenen Erfahrungen. Was, glaube ich, das Wertvollste und Wichtigste ist, was ja du auch gemacht hast, ist das Kind längere Zeit zu stillen. Mhm. Weil einfach die Muttermilch sich jede Sekunde, jede Minute auf das Kind einstellt, weil einfach beim Stillen eine Kommunikation, eine Unterbewusste zwischen Kind und Mutter stattfindet, wo das Kind der Mutter mitteilt, wie soll die Milch jetzt zusammengesetzt werden. Und quasi der Aufbau, die ersten 3 Jahre, beziehungsweise die wichtigsten, also die ersten 2, 3 Jahre sind enorm wichtig, dann die nächsten sind 7, dann wieder 7 und dann wieder 7. Also die ersten 7 Jahre bilden quasi den Grundstein, das Fundament dieses Menschen.
Und wenn die richtig gemacht sind, eben mit Muttermilch, beziehungsweise das Kind beginnt ja dann, sobald es Zähne hat, auch ein bisschen Beikost, aber da hat die Mama dann teilweise einfach Obst für uns vorgekaut. Dann haben wir halt so einen vorgekauten Obstmus bekommen. Oder wir haben Obst im Mixer bekommen oder wir haben halt Suppen bekommen. Aber da war jetzt nie irgendwas Grobes oder so dabei, weil das Kind ja erst wirklich selbstständig kauen kann und sich wirklich selbstständig nähren kann, sobald die Backenzähne da sind. Weil es bringt ja nichts, wenn das Kind das 2-3 Mal kaut und dann einfach runterschlingt. Sondern es sollte ja eigentlich so sein, dass es für das Kind optimal ist und das ist die Muttermilch einfach. Ja. Und so kann das Kind eigentlich 3,5 Jahre oder 3 Jahre, je nachdem wie lange man stillt, individuell seinen Körper so formen, wie es das braucht. Und kriegt immer die Nährstoffe von der Mutter, insofern sich die Mutter natürlich auch vollwertig ernährt. Weil sonst geht das auf Kosten der Mutter, weil das Kind ja dann quasi die Nährstoffe der Mutter wegnimmt, wenn nicht genügend da sind. Und dadurch, dass das bei uns gegeben war, dass wir eben alle 3 Jahre, also ich sogar 3,5 Jahre gestillt wurde, hatten wir eine sehr gute Grundbasis mit unserem Körper. Und wenn wir dann jetzt irgendwo anders hingegangen sind und etwas gekostet haben, hat unser Körper sofort dagegen reagiert und hat das entweder gleich wieder erbrochen oder es sind dann in der Pubertät die Pickelchen gekommen und man hat sich sofort gefühlt, Hals ist zu, Ohren sind zu, Nase ist zu, man fühlt sich dumpf, man fühlt sich, als hätte irgendjemand Styropor mitten ins Hirn reingedrückt, man fühlt sich langsam und man hat einfach gemerkt, das tut einem nicht gut. Und wenn man das von selber aus eigener Erfahrung aus merkt, dann will man diese Dinge automatisch nicht. Mhm. Aber somit ist es kein Verbot, sondern wir haben unsere eigenen Erfahrungen machen dürfen und haben das aus eigener intrinsischer Entscheidung aus getroffen. Ja, das ist das Wichtigste. Genau. Dass man den Kindern machen, nichts verbietet, sondern ihnen die freie Wahl lässt. Und dass sie selber spüren, oh, wenn ich das esse, das bekommt mir überhaupt nicht. Also das haben meine Kinder wissen auch genau, wenn sie doch irgendwas gegessen haben, was nicht so, sag ich mal, sauber ist oder von einer gewissen Ernährungsweise, dann merken sie das, die Auswirkung. Vor allem in der Pubertät merkt man das dann. Ne? Ein Kind, der Körper kann das noch eine gewisse Zeit ausbalancieren und spätestens in der Pubertät, ja, merkt man dann, ob der Körper sehr viel Schleim enthält, ne? Oder ob man sehr ungünstige Lebensmittelkombination isst. Das fällt dann auf, ne? Definitiv. Ja, vor allem merkt man auch, also in der Pubertät beginnt man dann ja meistens zu kosten oder weil andere Freunde dann vielleicht mit einem das erste Mal ins Restaurant gehen wollen und dann gibt es dann vielleicht die erste Pizza oder so. Und auch bei der Pizza war es ja relativ lustig, da habe ich am Anfang nur den Teig gegessen, also ich habe mich an den Rand herangetraut. Dann kam die Tomatensauce drauf, dann kam der Mais drauf und so habe ich auch Stück für Stück eigentlich immer mono versucht, die Dinge zu essen. Und ich habe dann auch solche Dinge wie Pizza eben ausprobiert oder ich war dann, schon zum Arbeiten angefangen habe, so mit 15, 16, war dann eine Zeit, wo ich Geld für mich verdient habe und selber entscheiden konnte, wo gehe ich essen. Dann habe ich den Chinesen für mich entdeckt, der ja geschmacklich super schmeckt, aber halt mehr Glutamat und Geschmacksverstärker als sonst irgendwas da drinnen hat und Zucker. Und der hat mich dann halt mal so richtig aufgeworfen, dass ich dann halt einmal auch ein paar Tage Fieber gehabt habe. Also richtig aufgeworfen im anderen Sinne. Also richtig aufgeworfen ist ja sehr dehnbar, für jeden etwas anderes. Und für mich war es halt schon ungewohnt, dass ich mal 3-4 Tage Fieber gehabt habe. Weil ich ja nie wirklich eine Krankheit gehabt habe. Aber da habe ich dann halt gemerkt, wenn ich krank bin, weiß ich genau, aha, ich habe schon wieder zu viel Pizza gegessen, war schon wieder zu viel beim Chinesen, habe schon wieder zu viel auswärts gegessen und das bekommt mir nicht gut. Und vor allem das Wichtigste oder auch ein wichtiger Teil dessen ist ja auch, wenn man auswärts isst oder wenn man woanders isst, ist die Frage, wer kocht es und warum kocht derjenige das? Die Gedanken bei der Essenszubereitung. Und sehr viele Menschen, wenn du die fragst, sagen die alle, bei der Oma oder bei der Mama schmeckt es am besten. Aber nicht, weil die so gute Köche sind oder so, sondern weil die mit Liebe kochen. Die wichtigste Zutat, sage ich jetzt einmal. Wenn der Koch quasi nur kocht, weil er gerade das muss, um Geld zu verdienen, die Frage, was man dann zu sich nimmt. Und das ist da auch ein ehemaliger Freund von Papa hat immer gesagt, lass niemals dir dein Essen von einem fremden Koch kochen, der das nicht mit Liebe macht. Ich meine, es gibt vielleicht durchaus Köche, die da wirklich auch das als natürlich sehen und leidenschaftlich, ja, ne? Aber nicht in jedem Fall.
So. Genau. Ja. Aber ich kann das verstehen, ja. Ich kann das total gut nachvollziehen. Oder auch, wo man seine Lebensmittel herbezieht, aus einem, ob man jetzt in einen Massensupermarkt geht, wo das einfach nur wieder um Profit geht, oder ob man das von einem Apoff verkauft, wo eine Oma in ihrem Garten mit voller Liebe das Obst und Gemüse anpflanzt. Toll, das ist 1001. Oder ist auch nochmal ein Unterschied, ob man mit Lebensmitteln, mit Gemüse kocht, was man selber anbaut. Ne? Ihr baut ja auch selber Gemüse an. Also wir haben ja sehr viel auch Wildkräuter aus dem Garten dann genommen. Also allein die Brennnessel ist ja 9 bis 10 Monate im Jahr da. Also die wird bei uns sehr oft verwendet. Und auch da kann ich zum Beispiel sagen, mein bester Freund hat damals immer versucht, eine Suppe nachzukochen und hat sogar die Wildkräuter aus meinem Garten genommen und hat sie haargenau gleich gemacht wie ich. Aber gesagt, so gut wie meine hat sie niemals geschmeckt. Das heißt, man gibt doch immer die eigene Note und die eigenen Gedanken mit in das Ganze hinein. Definitiv. Das ist, glaube ich, auch irrsinnig wichtig. Das habe ich auch schon oft gehört bei Rezepten, weil manche sagen, oh, bei dir schmeckt das irgendwie besser, als wenn ich dein Rezept mache. Das habe ich auch schon oft gehört. Genau. Aber ich bin da wirklich auch mit Leidenschaft dabei, wenn ich irgendwas zubereite. Also ich liebe es einfach, genau, mit pflanzlichen Lebensmitteln was zu kombinieren und da auch viel. Es hat für mich immer was mit Meditation zu tun. Es ist für manche ist ja auch das Kochen so, wie du entweder als Beruf, das ja Geld verdienen, oder auch manchmal in der Familie, es ist so ein Muss, oh, ich muss jetzt wieder für meine Familie kochen. Aber das ist, wird eher so als Last gesehen, als denn als Berufung oder als dann wirklich zu wissen, dass man da seiner Familie, wenn man das mit Liebe macht und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, dass man der Familie wirklich da was Gutes tut. Und nicht nur irgendein Fertiggericht 3 Minuten in die Mikrowelle steckt. Ja, genau. Ja, lieber Elias, vielen Dank für die Einblicke. Total spannend. Also ich finde das immer total faszinierend. Da gäbe es noch so viel zu erzählen, aber ich danke dir erstmal so für die Einblicke. Ist total spannend. Und ja, jetzt mal an die Zuschauer, was haltet ihr so von dem Leben von Elias, was er bis jetzt geführt hat, vegan aufgewachsen und in Peru auch eine Weile und mit der Ernährungsweise und die Gedanken, also ich finde es total spannend und ja, wenn es so viel mehr solche jungen Menschen geben würde mit diesem Bewusstsein, du bist ja auch in vielen anderen Bereichen, das ist ja nicht nur so die Ernährung, ne? Du bist ja auch in vielen anderen Bereichen bewusst, auch was die Bildung angeht, eben so das natürliche Leben. Ne? Deswegen heißt ja dein Kanal auch Vegan 5.0, weil es nicht einfach so dieses vegane, moderne Ernährungsweise, Ernährungsstil ist, sondern da steckt noch viel, viel, viel mehr dahinter und das ist sehr, sehr spannend. Ja, ich freue mich auf alle Fälle. Das darf sich dann auch gerne mal weiterentwickeln, so 6.0, 7.0, 900.0. Man weiß, wovon noch auf deinem Kanal kommt. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Ja, wir freuen uns natürlich über regen Austausch und diesem Video gerne Meinungen, Gedanken, eigene Erfahrungen. Ich bin immer ja, sehr dankbar für regen Meinungsaustausch. Ich danke dir nochmal, Elias, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Danke für die Einladung und für dieses schöne Gespräch. Gerne. Wir machen bestimmt nochmal, auch für deinen Kanal, wollten wir auch ein Video machen. Und das wird, also ich habe da noch so einige Themen, die ich gerne mit dir noch viel für meinen Kanal besprechen würde. Da kommt dieses Jahr bestimmt noch was. Freue ich mich sehr drauf. Genau, ihr lieben Zuschauer, habt noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Geht raus in die Sonne und genießt das Leben. Tschüss.